Ja, nach dem Coaching hast du ja dann Infinite Knowledge und klemmst dann einfach, weil Nach hast du diesem keinen. Coaching habe ich Infinite Knowledge und damit hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ja, Hallo. komm, gib mir ein Chappy Delivery, weil es war bis jetzt noch Ja. nicht kompliziert genug. Da bin ich bei dir. Aber ich muss sagen, der Hikarim 3, der sah aber auch sehr saftig aus von ihm, ne? Ja, der hat ja auch gut zusammengebaut, da mit seinen drei perfekten Items und sieben Multi-Striker. Gut gemacht und das, aber das Ordnungsartefakt herkam, hinterfragen wir gar nicht. Nee, nee, nee. Ich finde das auch in Ordnung. Mana Zane Nami immer mindestens 8k Schaden gemacht. Ja, war krass, ne? Also, die war echt strong. Mika ist Ja. sehr, sehr strong, ja. Das hat uns gewährt, hat auch gar keine offensiven Items. Das war unsere Rettung auf jeden Fall. Ja. Und Sonias Xerath, das ist auch nice, dass er mindestens einen Cast rauskriegt mit Archangel. Und wenn ihr euch jetzt auf YouTube fragt, worüber reden die, dann schaut unbedingt den letzten Banger. Den letzten Banger? Den, ja. Ich denke, das passt. Ja, den. Den. Oh! Wir haben Attack Speed. Guck mal an. Akkusativ. Ist das etwa endlich Adi? Das wäre mal geil. Ja. Da ist er, der Twitch. Ja, witzig, den habe ich gar nicht gesehen hier. Twitch Warwick. Das ist eine so valide Kombi. Harry, Vanguard, also Blitzcrank kann man auch gut mitnehmen. Naja, ich würde so Akkasen für Blitzcrank hier. Ich hätte mir noch die Porteline offen, ne? Weil jetzt ist Ja. erstmal AD-Items, da wird ja Zeit, dass wir den AP-Opener spielen. Wobei ja Attack Speed auch Portal ist, also von daher. Vielleicht haben wir einfach beides mit. Ne? Akali ist auch nicht so. Rageblade Akali finde ich jetzt auch nicht. Auch nicht gut oder auch nicht schlecht? Ich konnte das nicht raushören. Nee, ich finde Fairy mitnehmen besser, ja. Ja, ich würde sagen, Fairy wir wäre gut. droppen hier den Portal und sind drin, ne? In dem Board hier Wahrscheinlich. mit Nomsi. Ja, oder halt ins Fairy Board mit. Kannst ja Blitzcrank und die beiden Fairies mitnehmen dann. Ja. Dann haben wir beides möglich. Ja, was Guten würden wir Fairy Start. denn? Würdest du Rageblade Seraphine dann spielen? Zum Beispiel. Also, wir haben wirklich Pairs wie Sand am Meer. Hey, Schild's ab. Peace out. Auf jeden Fall nicht not today, würde ich sagen, ja? Das ist ja eher so ein Multi-Striker-Ding. Ja. Transfiguration ist auch scheiße. Ah, ich würde das ein Kill you. Shields Up ist auch scheiße. Wir gucken mal Oh! kurz rum. Ich habe rumgeschaut und mich entschieden. Ja, sehr gut. Wir können mal unsere One-Costs upgraden. Oh, aber wir spielen nicht schon den Hand am Start, ne? Ja. Ist das hier Jinx? Schon, ne? Wahrscheinlich, ja. Und dann Rageblade Jinx. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall Rageblade, aber ich weiß nicht, ob Twitch oder Jinx. Wahrscheinlich Jinx. But I'm not Ja. sure. Ich bin mir sicher für uns beide. Also hätte ich jetzt. Finde ich jetzt gut, was du gemacht hast. Insgesamt. Und wir haben ein Ezreal jetzt kopiert, das wäre krass. Oder? Ne, der Twitch steht vorher, ne? Junge. Ah, es ist ja so ein Cheating. Ja, kann ich, ne? Nee, ja. Ist awkward. Ach so, ja. Den brauchen wir ja gar nicht. Haben wir noch einen im Shop. Das ist korrekt. So, optimieren, ne? Cutter. Galio. Es ist actually Warwick 3 hier, ich spüre das. Ja. Ja, beides nicht, ne? Guck mal Doch hier. nicht. Rübergestellt, damit wir nicht den Jax killen, sondern die Cutter. Wenn das klappt. Ah, klappt nicht. Naja. Aber knapp. Guter Effort. Naja. Endlich mal Scouting. Nach 5 Runden ohne fühlt man sich richtig befreit, wenn man mal wieder rumklickt. Jetzt kommst du halt langsam im Patch an. Naja. Jetzt geht es von hier aus nur bergauf. Was macht das Orgment nochmal? Wir kopieren immer die erste Unit, die wir killen. Das heißt, wir wollen auch immer die teuerste Unit zuerst killen. Und halt Tempo spielen. Für gewöhnlich. Boah, wie stehst du hier für Leveln? Schon Dummy auch. auf jeden Fall. Ein Dummy nehmen, aber Level müssten wir ja dann Ja, die beiden Warwick und Bridge. zählen.
Schon ein bisschen. Ich glaube, wir gewinnen danach nicht alles. Also Dummy würde ich auf jeden Fall kaufen. Ja, ich kaufe den auch. Ich kaufe den nur spät, ne? Wollen ja keine Info geben. Das ist krass. Fühle ich. Aber das macht selbst ich nicht auf Leather. Ja, tu immer. Es ändert sich jetzt so einiges. Das habe ich in Trials nicht mal gemacht. Vielleicht kann ich mir von dir noch was abgucken. Du immer, ne? Ich gebe auch Coachings. Die wichtigen Dinge nämlich. Ja. Ey, wenn wir jetzt keine Unit killen, dann bin ich sehr traurig. Boah, bin ich traurig. So, sollten wir nicht irgendwie das Jinx persen? Das Jinx nicht einfach horrible, die macht genauso viel Schaden wie der Twitch mit Rage Blades, oder? Ja, wäre richtig gewesen. Aber jetzt. Oder wir nehmen Jinx 2. Ja. Mit Even Shroud, perfekt gespielt. Ja, du kannst dir so einiges lernen. Mhm. So, und jetzt natürlich antäuschen. Ne, der ist AFK. Und der auch. Das ist natürlich brillant von mir geplant. Gut gespielt. Sind wir Even Shroud? Wir sind Even Shroud, oder? Ah, ist ein bisschen risky, ne? Nee, wir haben keine Winstreak zu verteidigen. Ja, wir sind kein Even Shroud. Und wir sind eigentlich auch noch Ryze. Wir sind Karma im Worst Case. Ja, Ryze oder Kalista? Wir sind aber so strong, Bruder. Oh! Ne. Oh! Ich dachte, das ist ein Bait, aber ich habe es noch nie gespielt. Ich glaube, wir leveln einfach für unseren okay, Kollegen. Okay, aber jetzt, seriously, sind wir nicht strong genug? Oh. Nee. Wir leveln für Sinn. Wie muss ich denn gegen den Sixi ausstellen? Ist das einfach so? Ja, oder die Dings nicht in die Ecke, eins von beiden. Ach so. Ja, das wäre wahrscheinlich der bessere Plan, ne? Das greift mein Positioning gegen den Rest nicht ganz so hart. Das ist aber fein. Ja, aber es ist ja auch nur fein, weil ich Glück habe, ne? Glück. Glück? Glück gibt's nicht. Okay. Bis Sale, ne? Den Wukong, auf jeden Fall den Wukong. Wir spielen nie im Leben Wukong. Oder willst du Jinx Wukong? Nein, das spielen wir nicht. Wenn wir Jinx spielen, dann nicht mit Wukong, oder? Na gut, du kleiner Hater. Ich glaube, Wukong hat ein Average von 5 oder so, die kommen. Also ich würde einfach mal darauf vertrauen, dass das nicht spielbar ist. Ich habe es auch noch nicht einmal gesehen. Dabei ist nur 4,7 oder so. Aber ja, vielleicht ist es auch spielbar, ich weiß nicht. Aber Solo sagt, es ist scheiße. Also ich nehme den Warwick hier, ne? Ich sag, das ist scheiße. Und die Amerikaner sagen auch, das ist scheiße. Ja, wenn die Amis das sagen, dann glaube ich das. Was nehmen wir? Wir nehmen den Warwick als Opfer. Der Wix kommt da eh nicht durch den Warwick. Nee, wir wollen Warwick kopieren. So. Ja. Also das siehst du vielleicht nicht, weil hier gerade kein Warwick ist, aber. I know what you mean. Okay. Aber das geht doch mal gut los jetzt. Ja, ist sehr gut, ne? Also wir haben das erstmal Hunter mit AD-Items. Also so halb. Mhm. Und wir mussten nicht mal Even Shroud Slam für unseren Winstreak. Ich sag dir, Warwick 3 ist es hier. Ja. Ist es Swain über Zillion? Schon, ne? Nö. Glaub nicht. Also ohne Shapeshift, ja, nö. Woran denkst du hier jetzt gerade, was wir in Stage 4 haben? Kalista. Ryze. Aber dann müsst ihr ja zum Beispiel jetzt Akali mitnehmen. Ja, so früh doch nicht. Na gut. Kalista, Ryze wahrscheinlich. Genau, ja. Okay. Also ich bin bei Even Shroud halt, ne? Ja, ich jetzt auch, wenn du Kalista hier siehst. Als klares Out. Oder halt Jinx 3, ne? Mhm. Aber so oder so spielen wir, glaube ich, jetzt AD at this point mit den Items. Also muss man jetzt glaube ich. Ich denke auch. Also Even Shroud Blitzcrank. Oh. Für RBF kann man, glaube ich, auch der Jinx geben. Korrekt. Ja. Looks pretty sind good. Wir, was mit Varus? Ist wegen Rageblade einfach schon abgesagt? Ja, Varus Small, da würde auch gehen, ja. Wenn wir der Level 9 irgendwie kommen, wenn wir jetzt einfach super krass winstreaken. Ja, kann man auch kurz sagen. Varus Small, ja, geht auch. Okay.
Also Late Game dann mit Shapeshifter und so, würde auch gehen. Ja. Aber Kalista ist erstmal das naheliegendere Out, weil Smolder halt auf Level 9 nur so richtig spielbar ist. Ja, nee, ist korrekt. Sehe ich ja, das sind reine Interessensfragen. Das ist übrigens unser siebter Warwick gewesen. Ja, also BT für Warwick ist hier nicht so gut, weil du musst halt bedenken, du hast eine Jinx 2, das heißt, du willst eher um diese Jinx 2 rumspielen. Und, das, und dafür ist Even Shroud halt besser, weil es die Jinx quasi verstärkt. Und deswegen, ja, okay, Golden Quest vielleicht? Nee. Also United-Ding, also Granta-Quest ist es nicht, glaube ich. Ja, ich glaube, es ist United. Nein, Unified auch nicht. Really? Why? Das ist aber scheiß, einfach ein schlechtes Augment, glaube ich. Also ich find Thornplated da besser. Genau. Thornplated ist gut, ja. Überrating Gold. Ja, wir haben doch schon genug Gold, oder? Ja, okay. Level für Warwick 2, I guess. Ja, ich finde Bramble hier am besten. Wir brauchen ja noch Tank-Items und... Ja, also ich glaube, dabei Eco darf man hier nie anklicken, so, ne? Das for sure. Nee. Aber Unified Resistance hier nicht zu nehmen, hat mich überrascht. Aber ich kann jetzt auch gar nicht genau sagen, warum es mich so überrascht hat. Ich weiß nicht, ich glaube, es auch nimmt einfach Schild aus, weil man spielt irgendwie Multi-Striker selbst und selbst dran. Das ist nicht so gut, oder? Es sind drei in der Reihe, ne? Das ist schon reasonable zu schaffen. Ja, true. Guck mal nach. Aber ich hab's noch nie genommen gefühlt. Ist Twitch 3 ein Thema? Nee, ne? Nee, wenn der Natural kommt, I guess, aber. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt kommt der nicht mehr Natural. Aber ich will einfach Jinx Warwick 3 into Smolder anscheinend. Ja, ich hab Jinx 3 eben vertreut, oder? Ah nee, ich hab sie gekauft. Oh mein Gott. Ja. Probably Galio halten, vielleicht 4 Vanguard auf Level Up. Actually muss ich hier vielleicht Level Up spielen, ne? Aber nee, ich hab meinen Mordor gesellt. Was stelle ich gegen den auf? Das ist actually tricky. Auf dieselbe Seite vom Olaf, glaube ich, in den Brown Bursten. Ah, okay. Ja, ich dachte möglichst weit weg und lange Fight, aber. Ich glaube die Bramble davor und dann mit Jinx plus Bramble den Downbursten am Twitch. Ja, ich fand halt eben cool. Die Bramble außenstellen, ist halt so schlecht für die anderen Fights, ne? Aber wahrscheinlich ist man. Ich meine, so ist auch fein, ne? Also so jetzt auch gegen Olaf wahrscheinlich, dass der Blitzcrank einfach delayed und die Jinx scalen kann, das funktioniert wahrscheinlich auch. Ich glaube, da gab es mehrere Möglichkeiten. Aber ich glaube, das ist echt fast unbeatable. Galio noch, ne? Ja. Boah, ich hab gar kein Gefühl für meine Maus, ne? Ich war 5 Tage LAN-Party mit anderem Maus-Setting. Mhm. Und ich schalte einfach an TFT-Mechanics, das ist sehr beeindruckend. Was ist denn das hier? Ist das IE? Verstehe ich. Wir müssen schon was slammen, ne? Ja, IE ist okay. Sonst haben wir auch keine Option. Ja, ist halt nur IE oder halt Rodware. Hat er uns gegönnt. Nett. Oder halt 5 Frost könnte man ja auch hier spielen, wenn wir noch irgendwie was hätten, aber ich weiß nicht, 5 Frost ist nicht so gut wie 4 länger theoretisch. Na gut, den spielen wir aber nicht. Ich glaube, wir leveln auf jeden Fall so oder ja, so. Ja, ich weiß nur noch nicht wofür. Ich glaube, ich rolle actually. Okay. Zwei, drei Rolls kann man machen. Okay, Dings. I guess ich Dings 3, oder was? So, ein Gold. Ich würde die Dings kaufen, glaube ich. Boah, krass, okay. Wir Rumble, ne? 4 Vanguard. Ja, immer. Mich aufgepasst. Ja ich glaube einfach AI at this point. Okay. Akali. Akali Cell erstmal. Probably. Gibt's eine Welt, wo wir Swain spielen? Ja. Könnten auch Frost spielen hier. Maybe. Ah, Rageblade. Also Swain 2 einfach halt, ne? Resilient. Ich würde einfach die Akali sellen, die brauchen wir nicht. Also erstmal. Ja, ich dachte halt Multi-Striker, Kalista. Ja, aber. Schon ein sehr tiefer Pivot für ein eigentlich Winning Board, ne? Ja, wir gehen einfach Jinx 3 anscheinend, die kommt ja natural. Oh. Wie viel Rolls bist du Charm? Ein. Ja, würde ich dann machen, glaube ich. Ho! Jetzt kannst du scouten, ob du das Charm brauchst halt, ne? Ja. Maybe. Ich würde es einfach kaufen, glaube ich. Die sehen alle so
somewhat strong aus. Das ist so awkward hier. Diese... Ja, kauf mal das Charm. Ja, ich kauf das. Okay. Ordnung hier für mich. Ich verstehe nicht, wie man... Ich also, probably auch Tank-Items auf, wobei, 4 Vanguard, ja. Na, 4 Vanguard Blitzcrank ist schon Gotteslästerung, dem was wegzunehmen, oder? Ja. Als ob! Ich hab wieder was gelernt. Oh, okay, ist fine. Ja, aber ist ja trotzdem terrible. Das darf ja nie wieder passieren in meinem Leben. Alles gut. We win those. Ich bin eher so ein Mac-User, aber ist das okay? Entschuldigung. Was droppe ich hier? Sugarcraft, ne? Ist das ja, legal? 20 AD ist schon gar nicht so wenig anscheinend, ne? Drei Post droppen. Ich glaube, man... Nee, man droppt Galio. Oder halt den Blitz, naja. Oh, man droppt Blitzcrank, ja, das ist actually ein gutes Thema, ja. Wenn wir halt Warwick 3 hätten, können wir den einfach da halten, I guess. Achso, komm mit. Keine Ahnung. Okay, also Frost sollten wir schon spielen, oder? Ja. Ist es schon das, oder? Ja. Warte, ich muss mal gucken, welcher der richtige ist. 1% nur. Der hat 8. Ich soll so unseren Loot einnehmen. Okay. Tank items auf Galio? Galio? Oder auf wen sonst? Tarn, no? Nee, jetzt haben wir eins nicht. Nee. Aber dann ist es auf Protector's Vow hier, oder? Ja, auf Tango, ja. Das Teil wir mal. Haben wir auf jeden Fall nicht. Immer upgraded Units. Tank Item mal. Ja. Also vor allem bei Vanguard und Shapeshifter. Ja, nee, ist schon korrekt. Ist das hier unser Out? Maybe. Ich bin gerade weiß nicht. Also wir haben irgendwie sehr viele Optionen. Zu viele mal wieder. Ist ein bisschen spät, ne? Ja, viel zu spät. Alles auch terrible. Sugarcraft über nicht mehr. Oh, ja, das ist es actually. Ja, die anderen kannst du nochmal wegrollen zur Sicherheit, ne? Wenn nicht, hast du da irgendwas. Ich will jetzt einfach Hunter oder was? Ja, wir sind hier einfach drin. Okay, wir haben auch. Kalista ist dann nicht. Nee, ich habe nur überlegt, ob wir sie kaufen, um. Natürlich hätten wir jetzt. Natürlich hätten wir dann Kalista. Ist auch ein Witz. Ich glaube, wir können ja auch rollen ein bisschen, ne? Für die letzte Jinx einfach. Ja. Ja, Tank Items of Warwick, obviously, können wir gleich noch machen. Ja, Duplicator, ja, dann haben wir doch Jinx 3 einfach. Okay. Ja, also, Warwick mit Galio swappen einfach, dass der so ein bisschen mittiger steht. Sind das, aber das sind ja nicht, Protector's Vow ist schon Tarn, ne? Naja, alles auf Warwick. Na, der hat nicht mal Mana, Bruder. Also. Weil er kriegt HP. Es wird ja wohl, irgendwann wird's ja wohl offensive, oder? Also, stell dir vor, du bist Tarn Kench und dein Besitzer gibt einen Mana-Item. Deinem fucking Werwolf? Ja, okay. Da wäre ich ja fuchsteufelswild. Er braucht halt auf jeden Fall viel, Olaf, ne? How did we lose? Ja, ich glaube, es war einfach positiv, ne? Ja, maybe. Ich hab nicht gescoutet. Ja, nächste Runde leveln. Ja. Für Kog'ma plus X. Ja, Kog'ma Olaf übers Wayne. Ne? Dann haben wir 4 Wenger und 4 Hunter erstmal. Olaf über Swain. Und dann guck mal rein. Ja. Kann ja, ich, das ist unser Level 8 Board zumindest. Und Level 9. Man könnte ja auch einfach leveln für den Kopma und den Mitte der beiden erstellen. Also sollte man wahrscheinlich, aber jetzt. Aber ich meine, für was? Für der Attack-Speed. Ja, Kopma zwischen die beiden Hunter, der gebufft die halt. Ah, für 20% Attack-Speed. Ja, okay. Ja, im Idealfall wollen wir noch ein zweites Rage-Blade, probably. Die Jinx. Ja, ich bin kurz davor zu sagen, dass wir hier BT oder Ionic spielen müssen. Das ist ja lächerlich. Die ist ja so weak. Die stirbt ja einfach, weißt du? Ja, ich glaube, die laggt einfach Damage. Und vier Hunter und mehr Schaden, dann killen wir die, gehen einfach schneller. Aha. Ist ja, schon... Mit Pfanne kann man Frost bauen. Ja.
Okay, Twitch 1 kriegen wir. Ne, können wir nicht. Er ist actually fine, ne? Wir nehmen Frost. Frost Jinx, ja, vielleicht. Ja, safe. 7 Frost dann verwenden willst du? Wieso folge ich dir überhaupt? Das kann ich ja auch nicht sagen, Sinan. Du hast sogar 2 Monate subscribed, was soll ich dir sagen? Folgst aber auch schon seit 21, also bist du auch schon einfach alt. Das war auch nicht vergessen. Oh. Was empfinden wir hier? Wir brauchen halt irgendwie 4 Hunter, ne, mit dem Augment. Wahrscheinlich ja. Sollten wir rollen in irgendeiner Form. Ja. Hunter hier, ja. Ja. Wahrscheinlich sollten wir auch Frost Units halten, maybe. Also Kroppen sollten wir auch einstellen, probably. Ja, ja, du hast schon, das ist schon recht. Ich glaube, es ist auch Swain 3 hier dann? Ja, ne? Und Hawaii 2 mit, ne, also wenn du Frost geben willst, musst du eigentlich 7 oder 5 Frost mindestens spielen, ne? Ja. Wenn du Frost Fertilizer gewinnen willst. Ja, ich sind schon 7. Also dann könnten wir den ganzen Shop eigentlich kaufen. Ja. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht über Jinx, ne? Na, vielleicht war es doch die Kalista 2 einfach. Ja, aber wir haben einen Hunter genommen. Geht ja. Ich glaube, wir müssen einfach jetzt rollen ein bisschen. Wir brauchen halt 4 Hunter und wir müssen unsere Board ein bisschen austauschen, glaube ich. Okay. Ja, auch mal belieben jetzt. Ja, okay. Warte mal, das ist eigentlich zu teuer, ne? Das wollen wir gar nicht mehr. Doch, oder? Schön, wenn ich einfach Warwick plus Rumble für... Sugar, ja, reasonable. Haben wir schon 3 Frost drin? Ja, okay. Brilliant. Steht. Brillant, ne? Ja, das ist einfach 5000 IQ Power Move. Aber die macht schon Zero Damage ohne 4 Hunter anscheinend. Ist sehr enttäuschend, ja. Ja, wir können ja Sugarcraft nicht opfern. Ja. Schon krass, ey. Hätte ich nicht gedacht, dass es so weak ist. Ne, ich auch nicht. Aber anscheinend braucht man echt einfach 4 Hunter mit dem Augment auf jeden Fall. Ein bisschen die Frage, wie wir jetzt in die Frost-Sachen reinkommen. Ja, wahrscheinlich 5 Frost, ne, weil wir 4 Hunter spielen müssen. Das ist aber echt ein bisschen kompliziert ist mit der Sprache, für mich. Ja, es ist jetzt nicht direkt vereinfacht, ja. Ach, ja, na gut. Na gut, dann Morello auf... Egal, ich glaube, wir sollten erstmal... Rollen, oder? Gucken wir noch mal. Ist Park, wir brauchen ja noch den Urlaub. Ist das nicht Nasus hier? Ja, Diana. Ach, ja. Eigentlich Diana über irgendwen, über Galio, Diana. Und dann Nasus über. Oder ja, erstmal so, ne? Ja, klar. Und dann ist es actually das, ne? Ja, ich würde auch 2 Herweis verkaufen, glaube ich, für die Nasus-Pferde, ne? Bei Nico auch verkaufen, ich glaube, müssen wir ihn noch ein bisschen aufhören. Ja, ich schieße es einfach Rodon bis Olaf, ansonsten News, ne? Aber ja. Ich verstehe noch nicht ganz, ich glaube, ich sell Tarm, wir spielen Nasus, weil es hilft ja nichts, ne? Also die sind ja, alle Units ja, sind ja Arsch. Ist auf jeden Fall jetzt so. Ne, okay, dann Regalio Rumble sellen, oder was? Das oder? Ja, ich glaube, Galio Rumble ist der. Tam 2 können wir nicht verkaufen. Pairs of Sugarcraft. Die Hunter ist. War das los? Warte, muss ich machen? Tam? Nee, die Hunter. Kopfmann noch, oder? Aber können wir leveln einfach für Kopfmann? Nee. Schade. Aber das ist halt auch jetzt ja nur Fake Frost 7, ne? Mhm. Ja, ich glaube, es wäre eher Rollen für Swain 3. Ah, who knows, Mann.
Warum ist das so weak? Es ist ja einfach überhaupt keine Unit. Ja, das ist auf jeden Fall in irgendeiner Form das heißt es sein. Ich glaube, wenn du selber halt irgendeine Entscheidung triffst, ist es auf jeden Fall auch besser. Ist auch aber ja, also ich, also wahrscheinlich den Nasus dann raus, oder? Ja, ja. Weil weg. Aber das, also das ist ja alles übel arschig. Noch ein Charm rollen? Ja, ist es nicht der sogar? And pray to God. Ja, no, why not? Ja. Diana mit Swain tauschen, glaube ich. Ja, safe. Auf die Swans dazu. Also, vielleicht ist es auch einfach der Tamir Bait. I'm not sure. Ja, ich mein Warwick 3 als Main Tank gerade, ne? Ich glaube, Wenger schon fallen. Vielleicht war die Jinx einfach der Bait im Game. Ja, schon, ne? Sie ist schon. Aber ich wusste auch nicht, wie gut Jinx jetzt ist, ehrlich gesagt. Also, ich dachte, Jinx 3 macht mehr als das. Er ist schon übel bad. Jinx sackt anscheinend, keine Ahnung. Also, das sind 5-5 Damage so. Auf einer Jinx Restar mit Frost. Also, das macht ja auch ein Varus 1 so. Nehmen wir das? Jo. Gargoyle auf Warwick, I guess. Erstmal. Aber noch Remover, ne? Ja, aber, also, ist es nicht einfach immer richtig? Ja. 3 Items auf den. Ich meine, man könnte die anderen Items konzentrieren, wenn wir die 2 haben. Ja, aber dann eher einfach Protectors War rüber, ne? Das reicht ja schon. Ja, maybe. Ja, wahrscheinlich, ja. And now we pray. We roll in. Ach, Pilsner war das, ne? Ah ja. Ich glaube, wir rollen für den Charme, ne? Ja, wir rollen auf jeden Fall für den Charme. Ich muss hier nur kurz Gargoyle schaffen. Jo. Ja, nehmen das wir das? Nicht. Nee, wir brauchen. Wir sind tot, sonst. Ja, das ist besser. Das ist gut. Gäste auf Diana einfach, ne? Gucken wir mal, was er so macht, keine Ahnung. Sehr überzeugend. Ja, die RC Diana habe ich tatsächlich noch nicht so oft gespielt. 3% klingt wenig, prinzipiell. Bisschen enttäuschend. Ach, Diana hat aber den 6 gewonshottet, das sieht ja nicht nach 3% aus. Aber bei? Ist Nuno sein Carry? Alter, die Unit ist so scheiße. That's shockingly true. Ja, rollen wir nochmal für Olaf 2 und einen Charm oder was? Ja, ich guess. Also ich bin so sauer. Oh. I guess. Ja, we take. Suppose. Ja, Hauptsache Jinx hinter Warwick und Diana, sonst egal. Naja, und wir müssen Klumpen für Cutter. Um sie da nicht zu facen, natürlich. Morgana 2, Milio 2, aber keine Items auf dem. Kommt ein bisschen noch an, was die Fiora jetzt mit uns macht. Ich glaube, es ist einfach nur Diana das, ne? Wir brauchen noch ein Dunst Diana-Item, dann ist das hier vielleicht sogar noch spielbar. Aber es ist wirklich einfach ganz sauermachend. Jo, schon ein bisschen. Aber wir haben gelernt, Jinx ist es nicht. Nee, und nie sowas anklicken, wenn ihr winning seid. Weil wir hätten ja Smolder 2, Varus 2 spielen können. Ja, wir hätten ja auch Kalista 2 mit Kamillschaden in Stage 4. Also nach dem Augment haben die Kalista, wir hatten ja Kalista Pair, also hätte man auch anders. Aber ich meine, wir haben es getried. Ja. Und es ist auch immer noch nicht lost, ne? Die Lobby ist keiner close. Ist halt die Frage, also der Swain ändert halt absolut gar nichts mehr für uns. Also actually haben wir einfach alles getroffen, Swain, ne? Nehmen wir nicht einfach Swain Hawaii raus für Xeva 2 oder so? Ich glaube Xeva Pair. Ich weiß nicht, 7 Frost macht auch nicht so viel, wenn die Units so sagt. Boah, Camille Pair. Ja, den Golem nehmen wir auf was jeden Fall. Was ist das? Summoner Dutch? Der ist broken einfach. Ich würde Camille-Pair, glaube ich, kaufen und nochmal Briar verkaufen. Vielleicht wenn wir. Booster Legendary sind besser als Swain und Hawaii, würde ich sagen. Oh. Boah, du willst mich doch verarschen. Naja. Okay. Oh mein Gott. Oh no.
No, jetzt nicht gegen Cutter, ach Mann. Ach, jetzt weit weg. Ja, maybe. Ich hab so Indianer-Item nachgedacht, aber. Ist korrekt, ja. Ich meine, das ist auch nicht so bei TG Olaf. Also, aber wahrscheinlich auch dann. Cutter 3 ist allerdings nicht fein. Wobei der Warwick jetzt plötzlich tankt. Bestimmt verliert die Dings das nie, oder? Okay. Boah, also mental ist das ganz schwer anzuschauen. Aber wir sind Top 3. Ja, let's fucking go. Ja, wir rollen nochmal, glaube ich, ein anderes Charme, das sagt. Oder? Das ist schon mit das Beste. Ich glaube, wir brauchen was Besseres. Na, was soll denn besser sein? Ja. Ja gut, dann gehen wir für Drake, ne? Ja, doch. Ja. Nee. Ja, das bringt nichts leider. 80% nur. Aber danke, Riot. Ja, das ist doch gut, oder? Können die Diana nicht auf seine Seite stellen, ein bisschen mehr? Nee. Ich glaube also nicht. Ein weiter. Ich glaube, hier muss einfach der Warwick sein und dann sind wir Gucci. Ja. Probably. Ich glaube, wir nehmen für den dritten mit uns zufrieden, oder? Also, ehrlicherweise war das, glaube ich, ein klares erster Platz-Game. Deswegen bin ich nicht so happy. Aber in Anbetracht der zwischendurch passierten Dinge. Aber wir haben ja experimentiert, das muss man ja auch mit einberechnen. Aber weiß ich nicht. Also, wenn das Spiel den Nature eine Jinx 3-Star gibt, dann ist das doch kein Experiment, no? Das ist ja einfach ein. Das dachte ich mir auch, aber ist das anscheinend ist es halt einfach. Also, es ist ja wirklich ganz, 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 ganz schwierig, dass die so fucking weak ist. Und auch der Warwick-Teil, der war ja auch geschenkt, ne? Ja, wir haben ja nicht mal geholt für den. Der kam durch Pilfer und Natural einfach, ne? Ja, der war einfach da. So, Diana 2 auch einfach geschenkt bekommen. Aber da machst du tatsächlich einfach gar nichts, ey. Ja, aber wahrscheinlich halt, hätten wir eine andere Line gespielt, Kalista, hätten wir wahrscheinlich dann gewonnen. Ja, vor allem ist die uncontested hier in der Lobby, ne? Was? Ja. Wir haben gelernt und LP gemacht. Aber und das ist ja das Schönste, ne? Wenn man das, beides hat. Im das Leben. Ist das Allerschönste. Lernen und LP, das ist der Traum. Das war weiteres Coaching mit Marc. Schaut bei ihm vorbei. Könnt ihr nicht, weil der streamt nicht, weil er faul ist, aber ist okay. Student, ne? Der ist aber Freitag, Samstag, Sonntag beim Turnier dabei, was ich auch caste. Quali für die EM. Und ihr könnt ihn auf Discord schreiben. TFTMARX, wenn ihr auch Coaching wollt. Peace.